Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exoszockter Minecraft. Hier so schön bei der Mürschchenfarm. Und wir sind auf diesen Servern, ihr wisst nicht alleine, wir werden hier beobachtet. Und damit meine ich nicht euch. Damit meine ich auch nicht den Lucifer. Hallo Luzi. Mahlzeit. Nee, damit meine ich jemand ganz anderes. Hat drei Buchstaben. Der erste ist der N, der zweite ist das S und das dritte Büschlein. Luzi, wie war das, der dritte Buchstabe? Er überlegt. N hascht, A hascht, S hascht und dann nochmal ein A hascht. Ja, NSA war das, wa? Ja. Ja. Der NSA beobachtet uns. Jeden Tag, tagtäglich. Oh Mann. Und warum? Weil unsere freundliche Regierung. Nein. Nein, nein. Okay. Nein. Dann hau mal aus. Wir los. Alle Terroristen sind. Achso, wir sind alle Terroristen. Oh, Mensch. Richtig. Oh, wir sind alle Terroristen. Okay. Wen wolltest du denn anschlagen? Wie anschlagen? Naja, Terroristen machen doch immer Anschläge. Da musst du was anschlagen. Bundesregierung? Du hast die Bundesregierung angeschlagen. Ich hatte. Das muss ich überlegen. Vorgestern. Was habe ich noch angeschlagen? 9 Massen für Waffeln habe ich angeschlagen. Waren ganz lecker. Die Leute hat's gefreut. Hm? Ja, es hat den lecker Leute. Na, ich hatte doch Spezialdienst auf Arbeit und da hatten wir Tag der offenen Tür. Und da hatte ich Waffeln angeschlagen. Und den Leuten hat's gefreut. Die haben sich gefreut über Anschlag, musst dir mal vorstellen. Jetzt weiß ich gar nicht, was so ein Anschlag so schlimm sein soll, Luzi. Erklär mir das mal jetzt. Ja, das kommt drauf an, was für einen Anschlag du machst. Ach so, das kommt drauf an, was für einen Anschlag du machst. Also hätte ich jetzt statt Waffeln, sagen wir mal, Krebs angeschlagen, hätte es den Leuten nicht so gefallen. Was? Na, Krebs, kennst du Krebs? Diese ganz dünnen Dinger, wo man dann mal Nutella raufschmiert oder sowas. Nee, das ist auch kein Anschlag. Das ist auch kein Anschlag. Mann, Mann, Mann. Mach mal in der Krebsteig oder in der Waffelteig, sag ich mal, ein bisschen Rattegift rein oder sowas. Dann können wir vom Anschlag retten. Ach so. Etwas Gemeines machen. Ja, nicht der Kindergarten. Ach, was Gemeines, Mann. Das ist also ein Anschlag. Jetzt verstehe ich. Mit anderen Worten, wenn wir das jetzt wirklich auf die Münze nehmen. Hallo Münze-Fähring übrigens. Ja, wenn wir das auf die Münze legen, dann macht ja eigentlich die deutsche Bundesregierung tagtäglich einen Anschlag auf die deutsche Bevölkerung. Ja. Ja, dann ist es doch eigentlich ganz gut, dass der NSA das überwacht. Warum soll das gut sein? Naja, die hat doch auch das Handy von der Merkel überwacht. Toll, das hätten sie sich sparen können. Das hätten sie sparen können, wieso? Ja. Ich sag mal so, was wünschen bei der Überwache? Naja, wie die sie, macht doch dauernd einen Anschlag. Wie sie mit ihrem Mann da kommunizieren tut. Das hat mich sowieso gewundert, dass die Merkel einen Mann hat. Ja, das wundert mich auch. Wobei, für einen Mann sieht die gut aus. Oh Gott, der war übel. Ja. Aber in Irland ist das ja sowieso jetzt genehmigt. Also wenn Merkel nach Irland geht, dann kann sie auch ihren Mann heiraten. Das ist ja dann halt auch möglich. Wolltest du jetzt, sag ich mal, diese Parodie, Moment kurz AFK. Jo, ich wollte diese Parodie, aber die habe ich sowas von parodiert gerade. Ja, ja. Willst du jetzt plus minus jetzt diese Bewegung, sag ich mal, jetzt noch beleidigen oder was? Nee, natürlich nicht. Aber man muss das alles auch ein bisschen mit Humor betrachten, vor allen Dingen wegen der Aussprache von den Obersten der Katholiken. Ja. Das ist der Hammer. Ich finde es, sag ich mal, ich habe ja nichts gegen das. Gegen die Katholiken? Nee.
Gegen Schwule und Lesben. Ach so. Ich habe ja nichts gegen die Leute. Ja, Können ja warum auch? machen, Was was soll sie man? wollen. Ja, was sollte man dagegen haben? Wir machen ja Dinge Ja. fertig, wa? Nur finde ich das trotzdem nicht gut. Oh. Was los, Luzi? Das hat was mit sag ich mal, du musst mal wieder zu weit ausholen. Und Oh. ich weiß nicht, ob die Zuschauer, sag ich mal, auf dem, sag ich mal, kann man nennen, Bildungsstand oder auch nicht, wie auch immer, ja, Willst du das etwas ist. sagen, dass ich hier nur Bildleser als Zuschauer habe? Nee. Nee, das wird. Luzi! Nee. Moment, 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 Moment. Luzi, ich fass es nicht. Nicht jeder interessiert sich, sage ich mal, für, sage ich mal, gewisse Themen wie andere Leute. Und deswegen kann man das auch in den falschen Hals Ach kriegen. so, in diesen Hals. Ja, obwohl eigentlich, das kann man eigentlich in der falschen Hals kriegen. Plus minus schon. Plus minus schon. Ja, schon aus dem Grund, weil ich einfach nur jetzt was rauslos. Ethischer Grundsatz. Ethischer Grundsatz. Na, Oder überhaupt Ethik. die Ethik des Menschen oder des Individuums. Ah, oh, die Ethik des Menschen. Oha, da kriege ich leichte Bauchschmerzen. Die Ethik des Menschen. Da Ja, kriege ich leichte. Da kriege ich leichte Bauchschmerzen. kann man kriegen, aber ist auch plus minus irgendwie ernst zu nehmen. Natürlich, die ist ja auf irgendwas gewachsen, die Ethik. Aus Vorstellungen und Entwicklungen der Menschheit und. Ja. Ja, aber das meine ich ja nicht so gerade direkt. Ich meine das eher im Zusammenhang mit, sage ich mal, gleichgeschlechtlichen Sachen. In der Sache betrifft nämlich die Ethik im Griff. Du kennst doch der Gründer vom Betriebssystem, vom großen Betriebssystem, ne? Ja. Der hat ja schon ein paar Sachen rausflitzen lassen und du weißt, auf was ich 5, hinaus 6, will. 7, Bestimmt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. Und das kann man ernst nehmen oder auch wieder nicht. Moment mal kurz. Boah, der Luzi ist heute echt sprunghaft. So, Ah, da ist er wieder. Man kann das ernst nehmen oder auch nicht, aber umso mehr Bevölkerung auf diesen Stand hinarbeitet, das wollen sie ja auch. Ja. Die Erde soll ja nicht überbevölkert werden und das findet jetzt schon seit paar Perioden, sage ich mal, eine Überbevölkerung der Erde gleich oder nah. Naja, sagen wir mal so, es werden halt immer mehr Menschen, wa? Ja, Es werden immer mehr so. Menschen. So, und wenn du, sage ich mal, diese andere Sache betrachtest und Ja. umso mehr es von denen gibt, sage ich mal, jetzt meinetwegen Schwulen und Lesben, Ja. gibt es auch keine Nachkommen, Das so wie ist es, biologisch sage ich. normal, ja. Ja, so wie es, sage ich mal, viele Medien, sage ich mal, berichten, es gibt viel zu wenig, sage ich mal, Deutsche, mehr von der Sort und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht nur in der deutschen Nation so, es ist ja in vielen Nationen so. Und umso mehr es halt, sage ich mal, von den Schwulen und Lesben gibt, umso weniger wird es auch Leute geben.
Mit Da anderen kommen Worten eigentlich. weniger Sklaven und so weiter. Oh, weniger Sklaven, oh. Ja, es kann man belächeln, es kann man auch, sage ich mal, ernst nehmen oder es kann jemanden auch gleichgültig sein, was das Thema Ja. betrifft. Aber sagen wir mal so, nur weil es eine Gesetzgebung gibt, wird es ja nicht mehr homosexuelle Menschen geben, weil die es gibt, die gibt es einfach. Das ist ja ganz, naja, das kann Weißt man. du's? Ne? Weißt du's? Ich glaube nicht, dass einer sagt, oh, jetzt gibt es ein Gesetz, ich werde jetzt einfach mal schwul, weil ich habe keinen Bock jetzt mehr oder so. Warum Kinder kriegen, kostet eh nur Geld. Ja, das ist Ich schon kann mir mal, nicht ist vorstellen, schon dass das mal so was. funktioniert, Luzi. Das Einzige, was vielleicht funktionieren würde, ist sozusagen der Modeschwule. Das gab es nämlich schon wirklich mal. Das gab es in Griechenland. Da war Ja, es Mode gewesen. nicht nur in Griechenland. Ja, aber nur mal als Beispiel halt, wa? Von einem Land halt, wo man es dann wirklich sehr genau weiß und auch wo das geschichtlich gut nachgeprüft ist halt, wa? Nur mal als Beispiel, ne? Ich sag mal so, es werden mich auch sehr viele Leute darüber belächeln und auch sagen, du spinnst, du sowieso, was du von dir geben tust, das ist sowieso nur die Theorie von vielen Leuten, sage ich mal, wo nur, ja, bist ja was für Theoretiker, ne? Jo. Ja, man kann das, es wird ja auch nicht innerhalb von 10, 15 Jahren passieren, sowas. Jo. Man muss ja auch da, sage ich mal, nicht auf 10, 15 Jahre plädieren. Es kann dauern. Wir müssen das nicht erleben, Okay, aber es kann aber einfach folgende passieren. Situation, Luzi. Nehmen wir mal an, die Menschen wären nur deshalb schwul, weil es ein Gesetz gibt, dass es dann okay ist. Es geht nicht ums Gesetz. Nee, pass auf. Guck da doch das Ganze an, nicht das Gesetz. Das dreht sich nicht um das Scheißgesetz. Das Gesetz ist uninteressant. Es geht um das Ganze. Es geht um Medien, es geht um die Leute, es geht um die Toleranz, es geht in was für Richtung wärst du geschoben und so weiter und so fort. Das Ganze, nicht das Gesetz. Das Gesetz ist uninteressant. Das Gesetz ist von irgendeinem rausgeplappert worden und auf ein Blatt gepresst worden. Fertig aus. Das hat keine Hand und keinen Fuß. So gesagt, es geht ums Ganze, wo die Leute überall neigedrängt werden, in was für Schubladen. Na gut, aber das ist die Gesellschaft an sich selber. Ja, und wie sie gelenkt wird, in was für Richtung. Auch das ist die Gesellschaft an sich selber. Ja. Und genau das ist das Gefährliche an dem Ganzen. Das hat schon immer gegeben. Ja, und ich finde schon, sag ich mal, ein bisschen plus minus. Ich vergleiche das langsam so wie mit dem Rauchen. Mit Rauchen? Das musst du mir jetzt Es erklären. wurde ganz. Es wurde ja früher, sag ich mal, wo das ein bisschen zum Konsum, also wo das zum Konsumgut geworden ist. Speziell wurde ja Werbung gemacht, Ja, bla und klar. schwall und dies und jenes. Der So. normale Zigarettenwahnsinn halt. Ganz genau. So, und irgendwann mal, was ist passiert? Wo macht noch die Zigarettenindustrie überhaupt noch Werbung? Intensiv? Hier in Deutschland nicht. In Europa Nö. generell gar nicht. Naja, weil es jetzt mittlerweile sehr viele Anti-Raucher-Kampagnen gibt, ne? So. Wie war's? Wie ist es mit der ganzen Sache? Wie ist es mit der Sache mit Schwulen und Lesben? Meinst du, dafür gibt es denn jetzt Werbung und die Leute werden dann schwul und lesbisch? Gibt es schon längst? Okay. Das schon seit Jahren.
Und jetzt, wo die Welle jetzt schon seit ein paar Jahren ist, das umso intensiver. Du guckst zum Beispiel wenig Fernsehen. Stimmt, das deutsche Fernsehen ist beschieden, ja. Ja, ne, das. Ja, du kannst nicht sagen, aber ich sag's als Ausländer: Das deutsche Fernsehen ist scheiße. Ist so. Punkto aus. Jo. So. Aber in dem scheiß Fernsehprogramm siehst du, sag ich mal, intensiv Werbungen oder, sag ich mal, Beiträge, wie auch immer, wo in diese Richtung arg reingehen. Aha. Genauso wie mit der Zigarettenindustrie. Ah. Ist arg neu gepresst worden, jeder raucht. Das wird gepusht, bla 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 bla. So, und genauso wird das auch gepusht. Hm. Und das intensiv und volle Karacho. Volle Karacho. Also, ich kann fast, ja, plus minus 50-50, sage ich mal jetzt, dass es nicht so viele waren wie jetzt. Wo sich so arg geoutet haben. Gut, wir müssen aber nächste Folge weitermachen, Luzi. Jawohl. Wir haben wieder eine Minute 29 überzogen. Oh Gott, das wird echt besser. Da bin ich jetzt drauf schuld. Ja, Luzi, schuld. Sehr schön, dass er mal schuld ist. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht mit dem PC aus und blauen Schwall und dies und jenes. Ne? Auf Wiedersehen. Also, ciao, bye, bye. Und Cheerio.